Hallo und herzlich willkommen zu Transocean 2 zusammen mit Markus. Servus Leute. Oh, die 2 Stunden sind schon anstrengend. Ganz schön. Aber es ist auch bald vorbei, ist nicht mehr 4. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Na, 65 Tage noch, die letzte Runde ist jetzt. Nee, ja, ich bin ja fast schon 2 Tage. Die Stunden haben wir halt fast schon. Okay. So, 21.000. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. So, das ist auch fertig repariert. Das fahren wir jetzt nach Lissabon einmal, dass der Auftrag nach 16 Tagen zu spät einfach mal abgeschlossen ist. Auch nicht schlecht, oder? Machst du einfach Sachen? Was? Machst du auch bei Sachen? Ja, weißt du, geht nicht anders. Aber tanken ist mir jetzt mittlerweile zum Beispiel schon komplett egal. Also achte ich nicht mehr darauf, dass ich da tank, wo günstig ist. Ich auch nicht. Sie sind im Minus. Sie haben noch 15 Tage Zeit. Ja, ich weiß, dass ich auch im Minus oder bin. Sie gehen bankrott. Und wenn ich in 15 Tagen nicht im positiven Bereich bin, dann bin ich bankrott. Cool, oder? Hast du gerade ein Schiff gekauft? Mhm. Wie groß? Ich habe ein Bulkschiff gekauft. Du kannst sie anschauen. Wenn oh, gerade aber keine Luft. Oh, ich weiß selber nicht, was das ist. Aber schon was Dickes, oder? Ja, ja, das Größte, was es gibt im Endeffekt. Vom Poolschiff. Halt, das Größte, sagen wir so. Es ist ein Schiff, was ich mal leisten habe können, gerade so. Ein 5er-Schiff halt. Halt 200.000 oder sowas? Ja, so irgendwie. Also meinst 220 du, geht im Moment an dich, oder? Wobei, mein großer Tank ist ja auch schon einer von den ordentlichen. So, Halifax, Felix da. Ich tue jetzt die ganze Zeit schon klicken. Dublin. Ablegen. Ich habe schon wieder 46 Mille. Ja, das geht so schnell. Wie viel hast du? 300. Was? Schon wieder? Ja, ja. Unglaublich. Ich glaube, irgendwann wird die Geschwindigkeit, in der du wächst, wenn du nicht mit dem automatischen arbeitest, nur noch durch deinen Arm begrenzt. Mhm, es ist so. So, dann zum Hafen schauen wir mal. So, und da ist das Upgrade-Dock. Beschleunigungslot. Na, Beschleunigungslot. Entweder Kosten. Nein, ich will den Routenslot. Nein, warte, wie geht das mit den automatisch machen? Das geht nicht mit dem Routenslot. Hä? Nein. So, wenn ich bei dir jetzt mache. Wechseln zum automatisch Zwischenstopp. Also Zwischenstopp macht da und da. Keine Ahnung. Da hier oben. Ja, noch voll viele Tage, ne? Automatisch starten. Automatisch starten. Ja. So, das soll jetzt einfach fahren da. Keine Ahnung, ob das jetzt. Der Automatikmodus ist was anderes. Das Automatik-Ding ist. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das hast du falsch, komplett falsch aber gehabt. Verstanden. Der Automatik-Modus ist, dass du, wenn du verschiedene Routen hast zwischendurch, sozusagen, dass du verschiedene Häfen anfahren musst, dann kannst du das automatisieren, dass er die nacheinander anfährt, in der Reihenfolge. Ja, so habe ich das ja gemacht. Ja, aber da brauchst du nichts auswählen und nichts dazu kaufen. Ja, man macht nur die Route.
So, Le Havre und Lissabon. Le Havre und Lissabon. Ja, aber das ist. Ich finde das urteuer. Keine Ahnung. Ich muss trotzdem nachher das ganze Zeug machen, weil ich verstehe den Sinn hinter dem Ganzen noch nicht ganz. Was ist jetzt los? Komm, ablegen. Mach wieder mit der Hand. Ja, Zollkontrolle. Schiffe wird aufgehalten. Lass mich in Ruhe. 11 Millionen 19. Ablegen. So, dann fahren wir mit dem nach Bergen. Ablegen. Ich bin nur mehr am Herumtun. So, nach Bergen. Ablegen. So, was haben wir da jetzt? Leerauf. Haben wir da noch was mitnehmen? Ablegen. So, jetzt ist wieder alles unterwegs. Aber die nehmen keine Aufträge automatisch an. Ja, die müssen wir weitermachen. Aber irgendwie ein bisschen schneller kommt es mir vor. So, dann. Okay. Ich drück die ganze Zeit nur mehr weg. Zeug. Oh, Felix da. So, was haben wir da? Da fahren wir nach Hamburg ablegen. So, jetzt haben wir wieder alle im Betrieb. Und schon wieder einer zurück. Stockholm, 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 Stockholm. Zack, ablegen. So. Die Werft in Hamburg wurde gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob sie sich noch was bringt, wenn ich das da kaufe. Ja, Geld bringt. Ja, aber nicht so viel wie die Schiffe. Aber 2 Millionen ist halt nicht viel Geld. Wie viel Geld hast du gerade? 130. Oh gut. Geht ja. Mille. Aber ich. Jetzt will ich einmal kurz schauen. Reedereiübersicht. Ich frage mich jetzt, was denn. Okay, ich schau gar nicht mehr rein. Du bist bei 577 Millionen, ich bin bei knapp 300 Millionen. Heftig, ja, oder? Würde ich sagen, habe ich wohl aufs richtige Pferd gesetzt. Du hast am Anfang gleich wieder mit dem zweiten Schiff. Das ist der Urvorteil. Ja, wieso machst du das nicht einfach? Nein, weil es nicht funktioniert hat. Schon gesehen, hat er gut ja, geht. Aber es hat bei mir wieder nicht funktioniert, irgendwie. Keine Ahnung. Och, ich habe repariert, ich habe den Fehler gehabt mit reparieren oder so irgendwas. So. Nächstes Schiff schon wieder da. Nächstes Schiff schon wieder. Nächstes Schiff ist wieder da. Nächste. So, Singapur, Metro. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, was für ein Schiff ich mir jetzt hole. Ob ich mir den größten Container oder den größten, keine Ahnung was, hole. Das ist, glaube ich, ziemlich egal. Ich bin nur mehr am Herumklicken. Das ist das, was nachher auch beim letzten Mal halt beim Einzelteil ziemlich ins Nerven angefangen hat, wo du so viel gehabt hast, weil du einfach nicht mehr gewusst hast, was du machen sollst. Du hast einfach unendlich viel Geld gehabt, blöd genommen, und bist nur mehr am Klicken gewesen. Aber wirklich interessant ist es in dem Bereich, wo du noch wirklich gucken musst, immer so zwischen stinkreich und gerade noch so am Leben. Weil du verdienst jetzt einfach so schnell viel mehr Geld, dass ich gar nicht mehr nachkomme. Dass man halt der Challenge-Modus, finde ich, ist nicht so extrem ausgereift.
Na, und ich glaube, das Problem ist, wir sind jetzt, glaube ich, einfach schon in einem Bereich, der vielleicht auch nicht so oft getestet wird. Weil diese 2 Stunden, das ist dann doch wieder was für die Hardcore-Leute, glaube ich. 2 Stunden, glaubst du, dass es schon für Hardcore-Leute ist? Ich finde gerade 2 Stunden, dass du auf die großen Schiffe kommst erst, ziemlich angenehm zu spielen. Alles, was drunter ist, ist so, ja, schön, dass es gibt. Aber stimmt schon, 2 Stunden, ja. Aber 1 Stunde hast du eh gesehen, war viel zu kurz. Ja. Das war nahezu gar nichts. Und jetzt haben wir auch noch nicht so, dass wir so würde viel Schiffe haben. Aber du siehst, mit 6 Schiffen ist es schon nahezu fast unmöglich, das zu machen, dass der. Außer ich check's noch nicht mit dem komischen Hilfsding. Kann ich mir fast vorstellen. Weil ich glaube, dass da irgendwie was geht. 15, 25. Man müsste halt vielleicht mal im Singleplayer sowas ausprobieren. Der Singleplayer ist aber komplett anders. Aber Singleplayer ist mag für eine Story. Also in einem Endlosspiel könnte man es machen, das stimmt. In einem Endlosspiel könnte man es machen. Wo du einfach die Ruhe hast und dich zwischendurch stoppen auch kannst und so weiter und das durchlesen. Aber ich habe eh vor, das Spiel ja noch einmal im Singleplayer auch zu machen. Hey, du bist ein bisschen mit dem Geld gefallen. Um 100.000. Wieso das? Um 100 Millionen sogar. Guten ist abgekackt. Ja. Tut mir leid. Verliert noch. Auf jeden Fall. So, was machen wir da? Reykjavik. Ablegen. Weg mit dir. Aber ich plane überhaupt keine Fahrten. Ich tue wirklich nur zack, 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 zack. Es gibt ja keine Runde 5 mehr, ne? Nein. Gut, dann repariere ich jetzt nicht mehr. Gehe ich jetzt volles Risiko? Ja, volles Risiko. Kann man ja auch nicht sagen, oder? Der große bringt ordentlich viel, das merkt man. Shanghai. Zack, 2-mal ablegen. Maximum Speed, wo sind wir da? Fahren wir nach Dublin rauf. So, nächster. Der fährt nach Helsinki. Es kommt mir nur so vor, dass die Aufträge, dass man auch mehr Geld bekommt jetzt von den Aufträgen, auch mit den kleinen Schiffen. Ja, aber du hast halt auch einfach die 10-fache Menge oder so dabei, ne? Ja, ich meine in den kleinen Schiffen. Dass die Aufträge auch mehr bringen als am Anfang. Oder kommt mir das nur so vor? Irgendwie. Keine Ahnung. So, was haben wir da? Der fährt nach Valencia. Der fährt nach Valencia. Ablegen. Next one ist hier. Fahrt nach. Boah. Aber ich glaube, fast den Part machen wir jetzt einfach etwas länger. Weil ich glaube, sonst haben wir am Ende so einen 10-Minuten-Part, der dann der letzte ist. Ja, wie du willst. Ich weiß nicht, wie viele Tage wir sind gerade. Noch vor dem Schluss. Ich glaube, das nehme ich noch. 20 in den Dreh. Ja. Stimmt. Ist aber fast ein Tag. Ist fast. Ja, eine halbe Minute dauert ein Tag, glaube ich, oder sowas. Ja, aber sonst haben wir den 10 Minuten. Ja, passt schon. Kein Problem. Und ich würde sagen, das ist dann auch ganz schön, wenn man das immer so eine Runde dann noch abschließt. So, was haben wir da noch? Fahren wir nach Stockholm, da fahren wir nach Bergen. Ich tue jetzt einfach nur mehr gut Glück. So ungefähr. Ja, so richtig viel Zeit zum Gucken nimmt man sich nicht mehr. Weil das ist einfach, ja,
Man fährt halt hin. War auch heftig, was man sich in der kurzen Zeit aufgebaut hat. Und gleich ist das Spiel vorbei und alles. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir denke, was wie lange das damals da gedauert hat, ist es das Spiel um einiges schneller geworden. Und das nur mit normalen Speedmodus. Ja, aber ich glaube, das ist extra für den Multiplayer, weil die Leute da nicht bereit sind, 10 Stunden am Stück miteinander zu spielen. Ja, es gehört zum Zwischenspeichermodus oder sowas. Wäre ganz cool. Ja. Das wäre ganz praktisch. Meinst du, du holst mich noch ein? Ich weiß nicht, wie viel du hast, ich schau nicht mehr drauf. Geht doch nicht im Bargeld, oder? Nein. Geht es leider nicht. Wie viel Bargeld hast du? 260 gerade. Okay, du hast gerade was gekauft, oder? Ja, ja. Denke ich mal. Weil sonst gibt es das nicht, dass du nur, dass du schon wieder so wenig hast. Oder hochkommen wenig. Hast du dir schon einen Öltanker geholt? Nein. Einen großen? Noch nicht. Ah, oh, schon hell. So, wo fahrt man der jetzt hin? Der fahrt man nach Rotterdam. So, jetzt hab ich. Ich bin jetzt gerade nur mit dem Klicken. Du auch, oder? So, was haben wir da jetzt? Der große Öltanker kostet 400.000 so circa, oder? Ja, 400 Millionen. Gegönnt. Was, hast du gerade gegönnt? Ja. Und dann hast du schon wieder 200 Millionen? Ja, ja. Ich sag jetzt nichts mehr. Und weißt du, was ich mir auch gegönnt habe? Hm? Sag ich nicht. Wie viele Schiffe hast denn du? Du hast 2 Schiffe gekauft. Ja, ja. Geht das Ganze gerade eher entspannt an. Ja, ich auch, weil ich kann eh nicht mehr gewinnen. Alter, ich habe eine Fahrt, die bringt 60 Millionen. Danke fürs unter die Nase reiben. 60 Millionen. Sind die bescheuert. Hoffentlich kommen die alle noch an, dann kann ich mir nämlich auch noch ein anderes Schiff holen. Aber du hast ziemlich viel jetzt abgedatet, oder? Hm. Was ist abgedatet? Ich hab gar nichts abgedatet. Oder? No. Hattest du nicht vorhin weniger Punkte? Nicht, dass ich wüsste. Punkte habe ich, ist eh nicht so viel. Ich habe 0 Upgrades gemacht. Die Runde endet in 10 Tagen. Ich mache jetzt einen Auftrag, der bringt mir schlappe 70 Millionen. Ja. Und wann ist das richtig krass? So, wie viele Punkte haben wir da? 137, da könnte ich mal was kaufen. Ich habe auch einen. Die Raffinerie in Bergen wurde gekauft. So. Das auch noch gemacht. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwo in der Nähe bin bei dir. Hey, ich habe aber ganz schön aufgeholt. Schau dir das an auf der Karte, auf den in der Reederei-Statistik-Firmenwert. Ja. Aber ordentlich. Ich glaube, ich müsste mehr Schiffe kaufen, aber ich bin komplett gestresst, ehrlich gesagt, gerade. Ich bin komplett gestresst. Zollkontrolle. Oh. Eines ihrer Schiffe wird aufgehalten. Und ich fahre gerade zum ersten Mal nach China. Da drüben geht's überhaupt ganz gut. Mit den Großen. Da muss mit den Großen nachher fahren. Ich habe gerade versehentlich für mein größtes Schiff eine angenommen, die einmal quer rüber geht. Shanghai. Na, ich schau schon, dass ich relativ kurze Strecken auch da drüben fahre. Na, ich war doch noch nie drüben.
hänge die ganze Zeit nur in meiner Ecke rum. Das ist, glaube ich, mittlerweile der Fehler bei mir. Glaubst du, dass ich noch aufholen? Halt, ich kann höchstens den Firmenwert noch aufholen, dass man klärt, dass ich auf die gleichen Niveau komme, aber von den Punkten her kann ich es nicht aufholen, weil. Ich wüsste nicht wie. Halt, das gibt's nicht. Das. Bringt es denn gar nicht so viel Firmenwert, wenn man die Schiffe kauft? Weil ich habe jetzt ja Schiffe gekauft ohne. Also die ganz großen. Oh ja, das bringt schon was. Aber ich habe ja auch welche gekauft. Die Kleinen bringen eh nichts mehr an Kohle ein. Die Runde endet in 3 Tagen. So, was haben wir da? Weißt du, die Runde endet in 3 Tagen? Ja. Ja. Das würde ich mal sagen, guten 60 Punkte. GZ, GZ. Hast du Upgrades gemacht jetzt auch noch? 1. Aber war irgendwie nix. Was heißt, war irgendwie nix? Ja, weiß nicht. Ich glaube, das hat nicht wirklich was gebracht. Ich habe noch ein Schiff gekauft. Ich glaube, das ist der Einsturz auch in meiner Statistik, immer wenn ich ein Schiff gekauft habe. Ja, aber ich habe ja auch zu derselben, halt kurz danach. Weil dann hat halt erstmal nur Minus da stehen und sonst nix. So, schauen wir kurz da mal hinein, was kostet mich das? Zweigstelle? 100 Punkte. Die Werft in Shanghai wurde gekauft. So, habe ich noch irgendwo relativ viele gerade. Schauen wir mal nach Hongkong hinein. Heftig, wie viel Geld man jetzt verdient, und am Anfang hat man sich immer ein paar Millionen gefreut. Ja, das stimmt. Das stimmt aber komplett. Das war's. Die Maschinen können gestoppt werden. Ah, letzte Runde auch noch. Jetzt bin ich gespannt. Kann man dann auch nochmal nachschauen, wie viel Firmenwert wir haben? Nein. Ich glaube nicht. Schade. Aber ich glaube, ich habe jetzt ja gerade noch. Also, ich hatte jetzt ja das größte von den Bulkschiffen, das größte Container und das größte Öl. Von daher. Da ist ja auch ganz gut Wert drin, ne? Ja, ich habe da auch 2 große jetzt gehabt oder 3 große, aber das Problem ist einfach, dass ich am Anfang nie hinterherkommen bin dadurch, dass du 2 Schiffe gehabt hast. Das bringt so viel, aber ich habe mir auch keine leisten können, weil das ist nie gegangen. Keine Ahnung, irgendwo mache ich da einen Fehler. Okay, diesmal habe ich den Fehler gemacht, dass ich repariert habe. Beim letzten Mal war es genau, so, dass ich... Am Anfang zählt irgendwie jeder Euro. Ja, genau. Und später ist dann schon alles egal. Na passt. Geile Runde, ja, auf jeden Fall. 2-0 für dich. Irgendwie nervt dich das. Egal. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ich dachte, du bist mehr so, weißt du, genau umgekehrt. Keine Ahnung, ich bin schon zu langsam, weißt du, ich bin zu alt für den Scheiß. Nein, aber geiles Spiel auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir noch eine Runde, mal schauen. Tschüss. Tschüss.